Du bist dir nach einem einzigen Blick relativ sicher, dass dies der Steinkreis oder Sternbild der Saturaria ist. Das sind aber schöne Steine. Ja, genau. Ja, ich als Zwerg, wenn ich mich mit Steinen auskenne. Die Palisade wird auch hinter euch wieder geschlossen, das Tor wird zugemacht und die Leute bleiben dann davor stehen. Könnt ihr euch so ein bisschen umsehen und ihr werdet freundlich gemustert, so als ob es keine Gefahr gäbe, als ob allesamt sehr freundlich wären und sich jetzt freuen, dass ihr diese Gemeinschaft verstärkt. Sehr gut, dann wollt ihr euch erstmal ausruhen, wir geben euch Wasser und etwas zu essen. Oh ja, das klingt sehr gut. Wir würden auch gerne mit dem oder der Dorfvorsteherin oder dem Dorfvorsteher sprechen. Das wäre ja, denke ich, ganz sinnvoll, wenn wir uns hier irgendwie einbringen wollen. Einfach Ja, schauen. gar kein Problem. Die will sicherlich auch mit euch sprechen. Ah, wunderbar. Das klingt ja Ich gut. hole mal die Frau Nachtschimmer. Habt ihr eine Wiese für die Pferde? Ja, um die können wir uns sicherlich auch kümmern. Sie können hier überall fressen und grasen und natürlich auch noch weiter draußen, aber kann sich so ein Das bisschen ist schön. umsehen. Hier läuft auch so eine kleine Katze umher, die euch beobachtet. Ich blinzle der Katze träge zu. Und sie blinzelt zurück. Und ohne dass der Büttel oder Spießbürger dann an die Tür getreten ist, wollte wohl gerade klopfen, geht sie schon auf und ihr könnt sehen, wie eine unglaublich hübsche Frau nach draußen tritt mit schwarzen langen Haaren, einem schwarzen durchschimmernden Gewand. Sie ist nicht ganz so herausragend wie Zulamin, aber doch unglaublich. Streicht sich nochmal die Haare so ein bisschen glatt und kommt dann nach draußen. Derweil können Jalan und Isarun die verschiedenen Zeichen des Waldes deuten und an den Spuren der Untoten vorbeigelotst werden. Isarun hat da immer wieder einen Blick drauf, hat natürlich gelernt, die Zeichen zu deuten, nachdem ihr sie das ein oder andere Mal gesehen hattet. Vor allem bei Kaiserhain, als ihr dann an dem Fluss vorbei wolltet und gesehen hattet, wie sie aus den Ackern nach draußen gestiegen sind oder auch bei dem Waldschlangenboot, wo sie ebenso drin saßen, könnt ihr auch jetzt ebenso an Fackelforst vorbeimarschieren. Habt die Nacht dann mehr oder weniger schlecht verbracht. Und dann könnt ihr in der Entfernung zwischen den Hügeln erkennen, wie dort eine kleine Burg hochragt. Das müsste wohl die südliche Bockelburg sein. Zumindest den Schildern nach, die ihr an den Grenzen gesehen hattet, als ihr bei Felderstädte vorbeigekommen seid. Da ist zumindest diese Burg. Das heißt, es kann von hier aus nicht mehr so weit sein. Hoffentlich. Uns wurden ja keine genauen Angaben gemacht, wo im Süden er ist, aber hoffentlich kann man uns in dieser Burg weiteres Bescheid sagen. Ja? Eine Burg ist schließlich besser zu verteidigen als irgendein Dorf oder ein Edlengut. Bin nicht sicher. Seht ihr irgendwelche Banner oben drauf? Erkennen wir was? Oder ist das noch zu weit weg? Ihr könnt eine Heraldikprobe machen. Es erleichtert um 3. Aldex aber direkt. Na dann holen wir mal rein. Ja, mit der Erleichterung hat das sogar geklappt. Ihr erinnert euch, und das scheint nicht ganz zu passen, die Banner kommen wohl aus Gräflich Zweimühlen, aber laut dem Grenzstein, den ihr betreten seid, sollte das wohl eher zu Zwerch gehören, zu den Ochsenforsten. Das ist also das falsche Wappen. Fällt das gar nicht. Sollten wir uns dort vorstellig machen oder einfach drum herum reiten? Was denkt ihr? Nun, wir sollten auf jeden Fall vorstellig werden. Wenn dort ein Reichsbanner hängt, dann werden es wohl Mittelreicher sein. Und es ist unsere Pflicht, nach dem Rechten zu sehen, für die Kaiserin. Es ist das falsche Banner. Vielleicht sind es in Wahrheit irgendwelche Banditen, die sich nur tarnen wollen. Nun ja, ich könnte anbieten, einmal mit magisch geschärften Sinnen genauer hinzusehen. Ich denke, es ist egal, so notwendig ist es dann doch nicht. Wir erkennen schließlich, was draufsteht. Wie ihr meint. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Sinnschärfe. Je mehr Punkte, desto besser.
Du hast immer die Talente, denen ich so richtig gut bin. Das geht sogar. Ihr könnt erkennen, dass ihr wohl entdeckt worden seid. Speer, die dort oben auf der Burg stehen und sich jetzt bewegen, oben. Die Tore sind verschlossen. Das gibt keine Anzeichen, dass man euch aufmacht. Das kann wohl nicht schaden, wenn wir vorstellig werden. Ich denke mal, wir sind hinreichend befähigt, um ihnen davon zu reiten, wenn sie auf die Idee kommen, uns angreifen zu wollen. Durchaus, durchaus. Dann kommt, lasst uns einmal nach dem Rechten schauen. So könnt ihr weiterreiten, bis ihr dann auf 50 Meter entfernt seht, wie die ersten Bogenschützen herantreten und Pfeile angelegt werden. Hey, Preyers Namen! Wir wollen euch kein Übel. Nehmt die Pfeile weg. Der erste Pfeil fliegt. Schauen wir mal, ob er trifft auf 50 Meter. Das sieht gut aus. Den möchte ich doch parieren. Ja, da ist eine plus 8 drauf, nur genau. Ja. Dann fange ich den Pfeil mit, der, ja, mit dem Schild ab. Direkt wohl auf deine Brust gezielt, ganz dein Schild, was du natürlich nach draußen geholt hattest, dann gegenhalten, es flockt einmal gegen, bleibt stecken. Der nächste Pfeil wird aufgelegt. Ja, ich... Verschwindet von hier! Wende das Pferd um und verschwinde erstmal drauf. Sagen wir 200 Schritt Reichweite. Ja. Zweiter Pfeil wird noch abgeschossen, bleibt dann aber irgendwo im Schnee stecken. Was für ein Pack. Habt ihr gemerkt, sie haben nicht mehr auf Preyos Namen reagiert? Sie haben sich nicht mal angekündigt. Das ist das Schlimmste. Vielleicht lassen sie ja doch mit sich reden, hm? Ich richte mich an, wenn ich im Sattel auf und brülle über die offene Fläche bis zur Burg hinüber. Hey da! Wer seid ihr überhaupt? Deine Stimme wird vom Wind getragen. Du bist dir nicht ganz sicher, ob das auf 200 Meter reicht. Du guckst hinüber. Du siehst, wie jetzt mittlerweile 4, 5 Bogenschützen angetreten sind und allesamt euch mürrisch begutachten. Es gibt ein fernes Glockengeläut, was wohl von der südlichen Bockelburg kommt. Geht aber vom Wind weit weg. Ich gucke mit den Schultern, gucke nochmal Iserun an. Nun, wir haben nicht die Möglichkeiten, da jetzt viel dran zu machen, denke ich. Nein. Und ganz ehrlich gesagt, wenn sie bei zwei Leuten so einen Aufwand machen, dann können das keine besonders guten Kämpfer sein. Vermutlich. Vielleicht weiß Albuin mehr. Reiten wir großzügig drumherum. Mhm. Ich gebe denen noch eine wenig freundliche Handgeste mit und wende dann mein Pferd ab. So könnt ihr Bockelburg umreiten und trefft dann nach nach einer kleinen Hügelkuppe auch auf das nächste Dörfchen Mühlheim. Ihr werdet viel zu spät entdeckt und dann gibt es Rufe, einen Hornstoß, der erklingt und plötzlich laufen all die Bewohner in ihre Häuser. Ihr könnt das Verrammeln hören, klicken, irgendwelche Holzladen, die nach vorne gezogen werden. Nehmen wir fast an, die rufen oder alarmieren gerade die Burg. Großartig. Oder sie warnen vor Leuten von der Burg. Immerhin kommen wir gerade von dort. Und es sieht nicht so aus. Blicke mich mal auf der leeren Straße um. Wäre noch jemand hier, der mit uns reden wollte. Wenn ihr nicht unbedingt an Türen hämmern wollt. Irgendwoher werden sie uns schon beobachten. Gibt es hier einen Wachturm oder sowas? Ja, es gibt vorne an der Palisade, ist nicht wirklich gut befestigt, so ein windschiefer Holzturm, gibt es auch, du kannst tatsächlich sehen, da ist wohl noch immer jemand oben drauf. Kleiner Bursche, um die 15 Jahre, hält ein zitterndes Schwert in der Hand. Hey da, die zwei war zum Gruße. Was ist hier los? Ich hab nichts getan. Wegen verteidigt ihr euch? Das ist in Ordnung. Du musst keine Angst haben. Wir kommen nicht, um euch etwas zu tun. Was? Guckt so ein bisschen misstrauisch die Treppe runter. Du musst sehen, verstehen, ich bin ein Pfeil des Lichts. Und hier bei mir habe ich einen geweihten Ritter vom Orden des Bannstrahls. Sehen wir so aus, als würden wir keine Hexen machen und Dieren durch die Lande ziehen. Dieser Tage sieht niemand so aus. Oder alle. Alle und keiner. Wir haben hier keine Geister mehr. Die Hexe habt ihr schon geholt. Was sind das für Leute?
Weiß nicht. Ich nehme an, sie hatten Kontakt mit Albuin, wenn er die Hexe geholt hat. Wer hat die Hexe geholt? Ihr! Bandstrahler? Er nickt. Aha. Hat ja, wirklich nichts gemacht. Ja, wir glauben dir. Alles ist in Ordnung. Ihr wollt mich nicht verbrennen? Nein, wir wollen dich nicht verbrennen. Junge, leg erstmal das Schwert in die Seite, du schneidest dich gleich noch. Ja, legt das Schwert irgendwo neben sich, hat das wohl noch einen entspannten Bogen neben sich stehen. Ist komplett überfordert. Warte noch mal ein Stück näher heran, ich nehme an, auf dem Pferd werde ich so halbwegs auf Bodenhöhe dieses Wachturms sein. Ja, ungefähr. Erzähl doch erstmal, Junge. Was ist hier los? Warum rennen alle weg, sobald zwei einsame Reiter ins Dorf kommen? Weil ihr Bandstrahler seid? Und warum habt ihr Angst vor dem Bandstrahl? Weil ihr uns tötet? Bursche, von dem Bandstrahl haben sich nur die zu fürchten, die Unrechtes getan haben. Das haben die anderen auch gesagt. Siehst du? Und Preioten würden dich doch nie anlügen. Ich glaube nicht, mein Herr. Also, wenn du ein rechtschaffener Junge bist und immer deine Wurstbuttern isst, dann hast du dir nichts vorzuwerfen. Naja, aber sie haben dann trotzdem viele von uns getötet. Gucke bitte. Meide Iserons Blick. Und die Mariana hat gesagt, ich soll nicht mit euch reden. Also, ja, wir sollen Alarm geben, wenn jemand kommt. Dann kommt sie auch. Und wer ist das? Mariana ist die Weibelin von der Burg. Die kommen gleich. Nun, wir wollen das sowieso nicht lange aufhalten. Aber du kannst doch bestimmt sagen, wo diese Bandstrahler herkommen, nicht wahr? Sie kamen von Norden und sind jetzt irgendwo im Süden, bei Gelborn. Gelborn. Und jetzt wollen sie sich wohl die Zauberersümpfe vornehmen. Und den Fackelforst. Das war auch schon sehr hilfreich, danke. So, iss immer deine Wurstbuttern und mach kein Unrecht, dann kommt die Bahnstrahler dich auch nicht holen, hm? Wollt ihr mich nicht töten? Nein, Junge, wir wollen dich nicht töten. Wir reiten jetzt um das Dorf herum und du sagst deinen Leuten, dass alles in Ordnung ist. Und vielleicht kommen wir auf dem Rückweg noch einmal vorbei. Und dann möchten wir gerne mit jemandem sprechen, der hier für das Dorf und oder die Burg verantwortlich ist. Wir müssen nämlich im Namen der Kaiserin dafür sorgen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Das möchtest du doch auch. Das sag ich dann, Mariana. Ja, dann mach das mal. Aber unser Büttel aus Mühlheim ist tot. Das tut mir leid. Gehört ihr zu Albuin? Ja. Ich nicht, nein. Wir werden mit ihm reden. Na, kommt ja dann. Ich glaube, wir können hier nichts weiter tun. Nö, ich möchte auch keinen Konflikt mit diesem, wer auch immer das dort oben war, anfangen. Tapfer ist er jedenfalls. Ich weiß nicht. Als ich 15 war, bin ich mit einem Pferd in die Schlacht geritten. Mit meinem Schwertvater. Als ihr 5 wart, hattet ihr auch schon euer erstes richtiges Schwert in den Händen. Ein Kurzschwert, ja. Kommt. Was macht ihr aus der ganzen Sache? Das Dorf sieht nicht übermäßig entvölkert aus, aber... Nun, wer auch immer diese Leute auf der Burg sind, ist es gut, dass sie zumindest ein Auge auf dieses Dorf haben. Ich weiß nicht, dass aber ins Mannstrahler hier durchgekommen sind, scheint sie ordentlich aufgerüttelt zu haben. Den Büttel zu töten und viele andere, das... hat mir nicht gefallen, ich bin ehrlich. Vielleicht hat sich hier irgendein Kriegsherr nach irgendeinem König erklärt. Vorstellen könnte ich es mir. Oder vielleicht gab es hier einen kleineren Kult, der die Erzdämonen anbietet. Wir werden die Wahrheit schon erfahren. Gut, dann weiter. Währenddessen sind die Barbaren gemeinsam mit König Rafim am Kreuzmarkt vorbeigekommen. Der Zorgforst ist dunkel, finster und tief, und während ihr an der Straße, wenn man sie denn so nennen kann, vorbeigezogen seid, konntet ihr nichts weiter hören. Aber als ihr dann in den Kreuzmarkt ankommt, hört ihr Schmiede klingen. Ist das dieser Schmied? Arme mir, ich hab keine Ahnung. Wollt ihr euch drum kümmern? Natürlich. Braucht ihr Hilfe? Nun, ich hoffe nicht.
wartet eine kurze Weile und wenn ich nicht wiederkomme, nun kommt mir nach. Ihr habt da so 50 Damen und Herren, ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Ja, ich würde mein Pferd zum Trab antreten lassen und hineinreiten, dem Schmiedegeräusch entgegen. Ja. Du kannst tatsächlich niemanden erkennen, der hier dich begrüßt. Keine Büttel, keine Wachen. Aber als du dann auf dem Platz ankommst, wo die Schmiede aufgebaut ist, siehst du dort jemanden stehen. Um die 40 Lenzen Ruß verschmiert. Ein Mann, ja, definitiv ziemlich, ziemlich stattliche, große Oberarme, wie einen großen, gewaltigen Hammer schwingt und viele weitere Schwerter neben ihm stehen. Und als es dann plötzlich viel zu spät ist, kannst du neben dir, hinter dir erkennen, wie viele, viele Kinder dich umringen. Nandus zum Gruße, Werder Schmied. Ingrim zum Gruß, ich bin Martan. Was tut ihr hier, Zauberer? Nekromanten? Nein, nichts dergleichen. Nun, wir sind auf dem Weg nach Norden, Wurzenwald, um die Plage der Untoten zu beenden. Seit wann kümmern sich Nekromanten um die Untoten? Also, sie zu beseitigen? Ich bin kein Nekromant. Das sagte ich bereits. Das hat der letzte Nekromant auch gesagt. Nun, es ist vielleicht in eurem Interesse, auch diese Untoten zu vernichten, nicht wahr? Die Kinder kommen näher. Sie haben allesamt Schwerter an der Hand. Sie sind nicht älter als 10. Vielleicht solltet ihr eure Kinderarmee etwas in die Schule schicken. Es gibt keine Schule, keine Lehrer. Alle sind tot. Ich kümmere mich um sie, aber... Die Erwachsenen sind alle fort. Ihr stattet Kinder mit Schwertern aus. Selbstverständlich. Das ist kein Umgang für Kinder. Sollen sie einfach so gerissen werden von den Untoten? Ich bewaffne sie lieber. Wir kümmern uns darum. Wenn ihr etwas nach Süden schaut, werdet ihr dort eine größere Anzahl von, nennen wir sie Krieger, sehen, die sich um diese Untoten kümmern werden. Ich möchte doch vermeiden, dass diese Kinder zu Schaden kommt. Krieger, ja. Hast du Untote mit dem Gepäck? Natürlich nicht. Ich bin kein Nekromant, wie gesagt. Er würfelt mal auf Menschenkenntnis, würfelt du mal auf Überreden. Oha. Er hat Vorteile gegen Nekromanten. Wäre das nicht eigentlich überzeugen? Vorteile gegen Nekromanten nicht in jeden göttergefälligen Charakter eingebaut? Das klingt wie GP-Schinderei, ganz ehrlich. Tut mir leid, aber... Ulke... bind ihm mal die Arme auf den Rücken. Ich werde nichts dergleichen zulassen. Ich muss nur einen Ruf ausstoßen. Und dann wird das Gemetzel beginnen. Ich möchte das vermeiden. Knebelt ihn. Und dann... Ich werde mich nicht knebeln lassen, ich werde dich durch... Du siehst, wie jetzt Pferd, eine kleine Kinderarmee... Ja, du bist eingekreist. Ich werde das Pferd irgendwie in die Hacken treten, oder in die Sporen treten und dann... Reitenprobe. Oh Gott. Ja, kleine Kinder stürmen auf dich zu und hacken mit Schwertern nach dir. Das will ich gern chippen. Das will ich gern chippen. Schade. Ho. Hast du noch einen Chip? Ja doch, boah, das wird keinen. Du hast einen auch ausgegeben, ja. Aber trotzdem ist es lohnt. Ja, du versuchst dein Pferd zu wenden, die Kinder ziehen dich vom Pferd runter, du merkst wohl, wie kleine Kinder Fäuste dich hauen, dich schlagen, dich treten, plötzlich sind deine Hände auf den Rücken gefesselt und dir wird ein dicker Knebel reingeschoben. Du kannst allerdings noch so einen leichten Ruf ausstoßen. Rafim, es dauert. Normalerweise, in Altdorf kam Abelmir nach grob 10 Minuten zurück, in Wutzlucht kam er nach 5 Minuten zurück, in Zollteich seid ihr so reingegangen, 30 Minuten vergangen. Mir wird langweilig, Minuten. Wir gehen da jetzt rein. Wenn irgendjemand meinen Magier sieht, zu mir bringen, wenn euch irgendwer aufs Maul haut, das muss ich euch nicht erklären, oder? Du kannst einziehen in Kreuzmarkt. Du siehst, wie dort ein Schmied auf Eisen herumhämmert und dich dann anblickt, dir zunickt. Ihr seid ja gar nicht untot. Ingrim zum Gruß. Chor zum Gruß. Habt ihr einen Magier gesehen? Den Nekromanten?
Also ich suche nach keinem Nekromanten. Also, weiß nicht, vor halben Stundenglas oder so müsste der hier reingekommen sein. Ja, den haben wir wohl. Der gehört zu mir. Hm. Der ist ein göttergefälliger Mann. Sieht man das nicht? Ihr tragt Schwarz und Rot, mein Herr. Ihr grüßt zwar mit Chor, aber ihr führt einige Barbaren in eurem Tross. Verzeiht mir, dass ich etwas verunsichert bin, vor allem weil ein Nekromant in euren Reihen marschiert und er etwas von Untoten redet. Der Mann ist kein Nekromant. Und gebt ihr jetzt mir meinen Magier wieder? Du kannst sehen, wie drei, vier Kinder auf einen Klatschen von ihm aus einer Tür herauskommen, aber mir mit den Rücken auf mit den Händen auf den Rücken gefesselt, einen dicken Knebel im Mund und seine Haare sind so ein bisschen zerzaust. Das ist aber nicht nett. Ah, Nekromanten töten wir normalerweise, aber ich wollte mir erstmal angucken, was da so entlang marschiert. Sind da so nur Lebende, ja? Und ihr wollt euch jetzt um die Toten kümmern? Ja. Ihr beide, holt mir meinen Magier. Die beiden Treuzacker marschieren los. Die Kinder weichen nicht zurück. Du kannst sehen, wie sie finster anstarren und jetzt auch weitere kleine Kinder aus den Fenstern herauslugen, mit ihren Schwertern griffbereit. Martin, Kindervater, nickt denen aber wohl nur zu und Abelmir wird freigelassen. Die Treuzacker zerreißen die Band da einfach und ziehen Abelmir den Knebel aus dem Mund. Was sollte das? Ich sagte doch, ich bin kein Nekromant. Entschuldigung, wir müssen sicher gehen. Sollen wir uns um ihn kümmern oder willst du das mal so stehen lassen? Wer hat euch beauftragt, für die Sicherheit dieses Dorfes zu sorgen? Niemand, es gibt keine Barone mehr. Und alle tot. Ich kümmere mich. Euch selber die Oberhand über dieses Dorf zu führen? Nein, ich bin einfach nur der Schmied. Und ich kümmere mich kleine Kinder mit Waffen aus. Wie ich bereits sagte, wenn ich ihnen keine Waffen gebe, dann werden sie zerrissen von den Untoten. Lehre sie einfach nur, wie sie sich selbst beschützen. Kinder. Sollen sie in der Wiege sterben, oder was? Die sollen gar nicht sterben. Was sollen wir sonst tun? Wir kommen hier nicht raus. In den Wäldern sitzen die Untoten, die Räuber. Im Süden von hier die Trollzacker. Guckt sie euch doch an, ihr führt sie doch selbst mit euch. Es gibt keinen Weg aus der Partien raus. Gareth ist gefallen. Und da überfallt ihr einfach jeden Handelsreisenden? Gareth ist übrigens nicht gefallen. Nur, dass ich das mal erwähnte. Gareth steht noch? Natürlich. Den letzten Nekromanten, um den wir uns gekümmert haben, sagte, dass Gareth von Untoten regiert wird. Ihr habt mit einem Nekromanten gesprochen. Die sind in der Regel nicht so vertrauenswürdig. Ja, danach haben wir ihm die Zunge abgeschnitten und ihn ins Grab getreten. Passt schon, würde ich sagen. Ja, auch wieder richtig. Wir sind auf dem Weg nach Wurzenwald, um das Problem der Untoten zu lösen. Ihr solltet euch mit diesen Kindern nach Wurzenwald begeben. Dort seid ihr sicher. Sicherer als hier. Nein. Die Leute können sich nicht mal selbst beschützen. Dafür sind wir da. Das schaue ich mir an, wenn ihr fertig seid. Habt ihr vor, weitere Leute zu überfallen? Jeden, der hier die Straße entlang kommt? Wer sagt denn, dass wir Leute überfallen? Ihr habt mich überfallen. Weil ihr ein Nekromant seid. Ich bin kein Nekromant. Wie oft muss ich euch noch erklären? Schaut zurück auf ihn. Wenn er ein Nekromant wäre, dann wärt ihr schon alle tot. Oder nicht? Nein, in der Tat. Den letzten Nekromanten haben wir auch getötet. Hatte der letzte Nekromant auch 50 Trollzacker dabei? Nee, das ist ungewöhnlich. Siehste. Also, ihr könnt euch kurz mal durchziehen. Ich kann nicht mit dem Typen zu unterhalten, der ist mir zu dumm. Halbe Tagesreise von hier ist Wurzenwald. Da trefft ihr dann auf Alderon. Viel Erfolg. Ich freue mich schon. Was wisst ihr über diese Untoten? Es sind viele. Wer führt sie an? Niemand, keine Ahnung. Ich unterhalte mich nie mit ihnen. Sie sitzen in den Wäldern und des Nachtens kommen sie nach draußen und rütteln an den Toren. Ihr seid hier nicht sicher. Natürlich sind wir das nicht. Aber es gibt keinen anderen sicheren Ort. Wurzenwald.
wie ich sagte. Im Wurzenwald ist es auch nicht sicher, das werdet ihr schon bald erkennen. Können wir jetzt diese Unterhaltung hier abbrechen? Es ist mir echt scheißegal, wo der bleibt. Ich mach mir nur Sorgen um die Kinder. Derweil wischt sich Alariel Nachtschimmer die Haare aus dem Gesicht und tritt mit einem eleganten Schritt auf Zulamin und Beutax zu. Seid mir willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Einen wunderschönen guten Tag, Angrosch zum Gruße. Eine Rayani und ein Zwerg? Ihr seht mir aber mehr wie ein Geode aus. Seid willkommen. Ach, ihr erkennt das. Wunderbar. Selbstverständlich. Das ich habe viele Kontakte, vor allem zu Druiden. Aber in Geoden treffe ich hier nicht so sehr viele. Ah, wunderbar, wunderbar. Ihr habt hier einen wunderschönen Steinkreis. Das Tempel der Satuaria, nicht wahr? Das habt ihr erkannt? Natürlich. Ich bin ein Geode, wie ihr richtig bemerkt habt. Dann seid ihr sehr clever. Ihr werdet mir sicherlich viel nützen. Oh ja, mal gucken. Wollen wir nicht drinnen sprechen? Ich denke, das ist schlimm. Selbstverständlich. Kommt nach drinnen. Wir werden etwas zu essen auftischen und dann sollt ihr auch etwas zu trinken bekommen. Ah, oh, das klingt gut. Ja, sie dreht sich so ein bisschen halbseitig zu euch und wenn ihr dann an ihr vorbeigeht, könnt ihr wohl weiter die Katze sehen, die euch beobachtet und sie gibt euch dann ihre weiche, warme Hand, wenn ihr an ihr vorbeigeht. Ich werfe mal meinen eisernen Willen an. Gute Entscheidung. Ich tue es selbiges. Wie hoch ist eure Magieresistenz? 8. Jetzt? 8. Gegenwärtig oder mit eisernem? Mit eisernem Willen. Okay, mit eisernem Willen höher. Und wie viel höher? Das kommt drauf an, ob du 1 oder 7. 3 Punkte drauf an, welchen also du hast. Ich bin auf Magieresistenz 19 mit eisernem Willen. Ja. Ich komme nur auf 11. Gut. Boltax, würfel mal eine Magiekundeprobe. Einen Moment. Was hast du, Zulamin? 11. Das Opfer sieht in dem Zaubernden einen engen Vertrauten, einen sehr guten Freund und liest ihm jeden Wunsch von den Augen ab, erwartet auf fast alle Fragen, also du antwortest auf alle Fragen wahrheitsgemäß. Ja, du hast sie lange nicht mehr gesehen, hast ihren Namen natürlich aus dem Gedächtnis nie wirklich vergessen, Alariel Nachtschimmer. Wie ein Tumor, wie ein Geschwür wuchert dieser Name in deinem Hinterkopf und du freust dich, dass du sie endlich wieder siehst, dass du ihr endlich wieder helfen kannst, dass du bei ihr bist. Bemerke ich, dass ich verzaubert werde? Boltax, du, ich guck gerade Magiekunde. Ja. Ja, also du bist ein Geode. Bei den Magiern würde ich sagen, viel Kontakt mit den Hexen hattest du noch nicht, aber als Geode würde ich dir die 7 Punkte zulassen. Du merkst, dass irgendwas gegen deine geistigen Schranken stößt und sie versucht liebevoll sie zu umgehen, aber sie kommt an dieser eisernen Wand nicht durch. Meine Liebe, ist es wirklich notwendig, uns zu verzaubern? Verzeiht, ein Reflex würde ich fast sagen. Setzt euch doch. Wir speisen gemeinsam. Alariel, es ist so schön, euch wiederzusehen. Es ist zu lange her, nicht wahr? Ja, richtig. Aber ich freue mich, dass du wieder hier bist. Ich brauche dich ganz dringend. Dich und deine Fähigkeiten. Mit all dem, was du mir zur Verfügung stellen kannst.